Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel mit mir. Wir machen heute wieder ein Word Reading, das heißt, ich werde wieder aus meinem Säckchen die meistgebrauchten Worte von euch in meinen Beratungen, die ich ja immer wieder sammle und immer wieder ergänze, herausziehen und einen Seelenblick ja, in seine Seele einfach wagen. Dazu verwende ich heute die Tarotkarten von Linda Giese, meine Lenormand-Karten und die Erzengel-Michael-Karten, die ich ja so gerne verwende. Und auch rechts im Bild seht ihr den magischen Spiegel und die platonischen Symbole, die uns natürlich hier unterstützen sollen, die heilige Geometrie. Ich selbst bin Michael Ruven-Dietrich, freue mich, dass du auf meinem Kanal gelandet bist und lade dich ein für ein spannendes Orakel und das direkt jetzt nach dem Intro. So, wir bereiten es also auch schon mal vor, Karten sind gemischt und greifen schon mal in das Säckchen hinein, was wir als erstes Wort haben. Das ist die Bindung, ist hier gekommen, das ist schon mal sehr schön. Oh, und ich sehe es schon, es will nicht ganz so raus, wie ich es will, das Glück. Greifen wir mal ein bisschen tiefer hier rein, Mensch. So, was haben wir hier noch? Oh, der Komet. Das sind natürlich drei unglaublich starke Worte, die wir jetzt mal uns anschauen werden. Den Komet erkläre ich euch auch gleich, der ist in meinen Orakelkarten auch drin, der Komet als Karte. Deshalb habe ich den mit reingenommen. Aber wir schauen uns jetzt einfach an, wie ist sein Bindungsempfinden, sein Bindungswille, sein Bindungsgefühl, sein Glücksempfinden, was macht ihn glücklich und was passiert kometenhaft in eurem, ja, in eurer Dualität zusammen. So, wir fangen an, wir nehmen mal jeweils drei Tarotkarten auf die Bindung. Wir nehmen drei Lenormand-Karten dazu. Und wir nehmen auf jeden Fall eine Erzengel-Michael-Karte dazu. Selbiges für alle anderen. Und während ich das mache und wenn ihr Interesse zum Beispiel an meinen Lenormand-Karten auch habt oder an den Tarotkarten hier auch von der Linda, die sind unten auch in der Infobox für euch verlinkt. Genauso wie es natürlich Beratungen bei mir gibt, ob es die ganz schnelle Expressberatung bei PayPal ist, bei WhatsApp ist, die dann mit PayPal geht, Entschuldigung. Oder, na, da wählen wir doch die, glaube ich, eher. So. Oder eben das klassische 1:1 Gespräch, was es natürlich auch gibt. So, die nehmen wir. Also auf den kometenhaften Sprung in eurer Dualseelenverbindung, da bin ich mal sehr, sehr, sehr drauf gespannt, welche Karten sich da gleich zeigen. 1, 2, 3, dann passt das wunderbar. So, sehr schön. Dann kuscheln wir hier wieder ein bisschen zusammen und dann geht es auch direkt los mit dem Kartenbild. Ja, also wir nehmen dazu dann auch wirklich nochmal den Spiegel. Und legen erst da aus, auch welches dieser Symbole, die sind auch unten in der Infobox verlinkt, dann auch nochmal hilfreich sein werden oder ihn auch unterstützen werden. Wir beginnen mit dem Thema Bindung und schauen uns das an. Also, ihm ist es klar, dass eine Bindung, Terre Sacrée, also die geweihte Erde, dass eine Bindung nur auf einer fruchtbaren Basis stattfinden kann. Santé et vitalité, also gesund und vital. Das heißt, wirklich, es muss hier das Versprechen muss von ihm wirklich auch sein, okay, oder von dir in dem Falle auch sein. Pass auf, du kannst hier was Solides aufbauen. Du siehst hier den Baum des Lebens, du siehst hier die Sterne. Das heißt, wir können hier gemeinsam Wurzeln schlagen. Die Erde, die ich dir anbiete,
die er auch dir anbietet, die ist auf jeden Fall fruchtbar. Die ist gesund, die ist fruchtbar. Und das ist schon mal ein ganz, ja, will ich doch sagen, ein ganz positives Zeichen. Also da haben wir schon mal, erstmal ist es wirklich jemand, der eine klare Bindung möchte und der vor allen Dingen auch, ja, etwas aufbauen will, der wirklich aktiv etwas aufbauen will, etwas Solides, etwas Festes, was unumstößlich ist, was wirklich Wind und Wetter wirklich trotzt. Ihr seht, dieser Baum ist so unglaublich mit breiten Wurzeln in der Erde drin, den haut so schnell nichts um und das ist so sein Ansinnen, das ist sein Streben, was er wirklich auch mit dir in der Verbindung auch hat. Und das finde ich schon mal richtig super. So, dann haben wir zu dem Thema Bindung. Die Karte 7 Schwerter. Ihr wisst, Schwertkarten sind immer noch mal Karten, die auch durchaus erstmal, ja, ich will nicht immer sagen, Probleme zeigen, aber die Schwertkarten als solches sind so die, die wir am unliebsten eigentlich sehen. Ja? Das ist einfach so. Aber die 7 Schwerter ist jetzt eine Karte, die sagt, ja, die ihm auch hier sagt, hab Mut, hab Selbstvertrauen, sei ein bisschen schlau. Es ist wirklich so, er ist vielleicht in der Vergangenheit öfters, entweder wurde er wirklich betrogen, diese Karte kann für Betrug unter anderem stehen, ja, oder er hat sich immer, wenn es ernst wurde, wenn eigentlich dieser Baum Wurzeln schlagen wollte, davongestählt und ist abgetaucht, ja. Das ist eine unbewusste Bindungsangst auf der einen Seite, die da eben mit da ist. Und da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, da müssen wir mit ihm ein bisschen dran arbeiten, da können wir energetisch viel arbeiten. Ja, aber er ist auf jeden Fall durchaus auch schon mal jemand auf dem Leim gegangen und er hat auch Angst vor Energieräubern. Das ist auch so eine ganz typische Karte dafür, ja. Es ist so, dass man ihm ein bisschen den Spiegel vor Augen halten muss, dass man immer wirklich sagen muss, hey, reflektiere mal bitte auch deine alten Verbindungen, die du gehabt hast. Reflektiere diese doch mal bitte und schau dir mal an, was war da falsch oder wie hast du dich denn auch da beispielsweise verhalten. Und da muss man wirklich so mit solchen Fragen kriegt man ihn, weil er da wirklich dann auch über sich so ein ganzes Stück weit rauswächst. So, einen Moment. Also er hat in jedem Falle hier auch wirklich negative Erfahrungen gemacht. Das muss ich jetzt einfach so dazu sagen. Ne? Also er ist wahrscheinlich auch schon mal betrogen worden, ja. Oder eben auf der anderen Seite dann davongelaufen, ja. Und das sind dann eben so genau die Punkte, die er doch dann immer wieder, ja, die es immer wieder für ihn ein Stück weit schwierig machen, ne? Und wieder in das Vertrauen zu gehen. Wir schauen aber hier jetzt mal weiter. Und es kommt die Kraft, das gefällt mir schon mal sehr gut, ja. Das heißt, er findet also auch wirklich die Stärke und zu der eigenen Kraft zurück, dies zu überwinden, ja. Also nicht mehr zu flüchten, sondern sich dem Ganzen wirklich zu stellen. Und das ist ja das absolut Wichtige, ne? Dass er das in jedem Falle jetzt auch macht, dass er wirklich in diese Kraft hineinfindet. Und wir haben einmal den Oktaeder dabei und bei der Kraft ist es ja dann der Tetraeder mit dabei. Also das sind zwei wichtige Symbole, die ihm da einfach wirklich unterstützen, da wieder hineinzukommen, ja. Und die Kraft ist wirklich, man kann es fast wörtlich nehmen, es ist wirklich die Kraft, es ist die Stärke, die ihm da wieder gegeben wird. Er wird wieder unerschrocken, voller Lebensenergie sein. Ja, er wird wieder Vertrauen in sich, in seine Fähigkeiten und in seine Bedürfnisse auch haben und seinen Bedürfnissen auch Folge leisten. Also das ist in jedem Falle schon mal sehr gut. Alles auf dem Weg in die Bindung mit dir, ja.
Und wow, wow, das ist natürlich jetzt geil. Sorry, dass ich es jetzt so sage. So, das ist natürlich mega, weil zwei Kelche ist die Liebe. Und da gibt es gar nicht viel zu sagen. Das ist die Liebe, das ist das Gefühl, das ist das Glücksgefühl, das ist das Du. Also das gehört für ihn auch dazu. Er, zusammenfassend kann man hier sagen, okay, er überwindet seine Angst, aus Beziehungen zu flüchten, auf der einen Seite. Er kommt wieder in seine Kraft und Stärke, möchte aber auch der starke Partner in der Bindung sein. Und er braucht aber auch das Gefühl, er braucht auch die Liebe mit dazu. Sonst funktioniert es für ihn nicht. Und das ist jetzt eben genau das Allerwichtigste. Und wunderbar wird es hier liegt. Ich bin gespannt, was das Lenormand sagt. Das Lenormand sagt Schiff, Vögel und Baum. Schaut mal, wir haben zweimal den Baum. Wir haben ja hier drunter noch den Baum liegen, ja. Hier ist es wirklich so, er begibt sich auf die Reise, es geht jetzt los in die Dualität, zwei Eulen, das ist die Dualität, ja, das ist auch das Gespräch, er wird darüber sprechen, dass er etwas aufbauen will, also wieder Baum mit dabei. Zweimal haben wir wirklich den Baum als Hauptsignifikator hier in den Karten drin und das ist natürlich wirklich mega interessant, ich kann es nur sagen. Das ist eine ungemein starke und wirklich positive, vor allem wirklich positive Geschichte. Denn ihr wollt ja wirklich auch was fürs Leben haben. Ihr wollt ja keine Affäre haben. Und alles, was hier jetzt gerade an, auf und umgezeigt wird, sagt ja auch, dass das Ganze eben überhaupt und gar keinen Affärencharakter hat, sondern dass er wirklich das Ganze entsprechend stabil haben möchte. Er möchte es mit Kraft haben, er möchte es stabil haben, er möchte mit dem Gefühl, mit der Liebe dabei sein. Und ja, da können euch natürlich gerade auch die platonischen Symbole natürlich wunderbar bei helfen, also die heilige Geometrie. Und ist auch unten und mit in der Infobox nochmal verlinkt, könnt ihr nämlich auch auf Bilder und so weiter von ihm drauf geben. Also das ist doch schon mal, das ist schon mal ein tolles Bild, würde ich sagen. Das gefällt mir nochmal richtig gut. So, gehen wir mal weiter. Ja, der Baum, ne? So, da haben wir, das war das fürs Glück. Das machen wir auch. Also was macht ihn glücklich? Was sieht er als Glück wirklich an? Was ist das Glück mit dir, was er sieht? Ja? So, das Lied der Engel. Verloren und wiedergefunden. Genau das ist das Thema bei ganz vielen Dualseelen. Die haben wirklich so das Gefühl, dass sie vielleicht im Ursprung, oder ihr hattet im Ursprung vielleicht mal gedacht, oh wow, das ist meine große Liebe, das ist mein Seelenpartner, das ist meine Dualseele. Und dann habt ihr die verloren und ja, und habt jetzt zum Beispiel erst die richtige Dualseele gefunden. Also verloren und wiedergefunden. Das Lied der Engel. Also das Lied der Engel begleitet euch. Das Lied der Engel ist das, was gesungen wird, was euch wieder einen neuen Horizont gibt, mit einem Regenbogen, mit Blüten, mit Glück dabei, mit einer schönen Anbindung aneinander. Und das ist hervorragend. So. Und das Glück, dich wieder getroffen zu haben, weil man hat ja auch immer wieder diese karmischen Begegnungen. Das heißt, man erkennt sich ja wieder. Ja, das ist für ihn ein großes Glück. Glück ist aber auch hier in diesem Falle der Magier, der jetzt aus dem Tarot herauskam. Auch hier gleich als erste Karte wieder eine Trumpfkarte mit dabei. Und der Magier, ich sage immer, der Magier hat ja alles in den Händen. Ihn macht es glücklich, deine Ausstrahlungskraft, deine Anziehungskraft. Du verzauberst seine Umwelt. Ne? Du schaffst bei ihm Faszination. Das macht ihn glücklich.
all deine Talente, deine Fähigkeiten, dein Lachen, dein Blick, deine Worte, deine Berührung, all das löst fast einen magischen Impuls bei ihm aus. Begeisterung, Faszination, Anziehungskraft, das sind genauso diese Schlagworte, die hier dabei sind, die absolute pure Energie im Leben. Und das macht ihn glücklich. Wow, noch eine Trumpfkarte. Ja, was macht ihn glücklich, wenn man Maß halten kann? Wenn man Maß halten kann, und da ist natürlich auch immer Geduld eine Frage. Und das ist ja so ein Wort, das hört ihr ja jetzt nicht ganz so gerne, ja. Aber es gehört natürlich dazu. Es ist für ihn, muss auch das richtige Maß stimmen. Und das finde ich mal ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr wirklich auch seht, nochmal seinen Blickwinkel anschaut. Waren jetzt vielleicht bis 11 Uhr morgens 14 WhatsApp-Nachrichten doch ein bisschen viel, dass man sich das einfach mal so kurz hinterfragt, ja. Und das einfach auch nochmal mit ansieht. Aber, wie gesagt, man muss natürlich das Maß nämlich auch nehmen, also auch wirklich den Ausgleich haben. Das heißt, was ich gebe, muss auch zurückkommen. Ihr seht ja die zwei Krüge hier da drauf, ja, und die Blume des Lebens, die natürlich hier wirklich sagt, nur wenn auch beide etwas geben, wobei einer in der Beziehung immer, ihr seht, aus dem rechten Krug kommt mehr raus als aus dem linken. Und da ist es natürlich so, dass man hier natürlich sagen muss, einer gibt immer etwas mehr in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Dem ist einfach so, das werdet ihr auch nicht ändern können. Ja? Aber es muss trotzdem im Fluss und im Ausgleich sein. Es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Und das macht ihn dann glücklich. Ja? So, und dann kommen drei Stäbe mit dazu. Ihr wisst, Stabkarten, ich betone es auch immer wieder gerne, Stabkarten mag ich sehr gerne, denn die Stabkarten, da geht immer was los. Und das ist die Idee, das ist der Erfolg, das sind belebende Pläne. Das heißt also wirklich er möchte jetzt nicht eine Zukunft haben, die darin besteht, morgens eine Tasse Kaffee zusammen zu trinken, zur Arbeit zu gehen und dann abends auf die Couch zu hocken und du servierst ihm das Vesperbrett hin und dann geht's ins Bett, dann gibt's eine 10-Minuten-Nummer und das gleiche so jeden Tag. Das ist nicht sein Ding. Er möchte hier Unternehmensgeist haben. Er möchte Pläne mit dir schmieden. Er möchte etwas mit dir unternehmen. Er möchte auch erfolgreich sein, auch finanziell. Er möchte Kreativität fördern. Er möchte Weitblick haben, Weltoffenheit, keine Scheuklappen haben. Und das macht ihn glücklich. Alles, was neu ist, das Kind, macht ihn glücklich. Alles Neue macht ihn glücklich. Auch ein Kind, wenn ihr noch in dem Alter seid, dass das möglich ist, wäre auch das etwas, was ihn glücklich macht. Er wäre hier ein wirklich guter Vater, ja. Er mag aber auch die Macht. Ich habe eben schon mal von finanziellen Erfolgen gesprochen. Er mag auch wirklich die Macht. Das mag er. Der Berg ist Macht. Und was macht ihn noch glücklich? Ja, stell dir mal vor, da liegst jetzt du. Ja, also, ja sowas. Jetzt stell dir mal vor, dass du ihn glücklich machst. Was sagst du denn jetzt da dazu? Da bist du selber ganz erstaunt, ne? Also das ist natürlich, glaube ich, vielleicht nochmal das ganz oder allergrößte aller Glücke, die hier liegen können. Nämlich genau das. Und schon wieder klingelt's. So, weiter geht's. Also, du machst ihn glücklich. Das musst du dir wirklich auch wirklich in deinem Kopf, im Hinterkopf behalten und überall, dass du sein Glück bist. So, jetzt kommen wir mal zu der spannenderen Position, nämlich zu den Kometen. Also, was passiert Kometenhaftes bei euch? Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Schauen wir erst wieder in die Engelkarte hinein. So. Und hier haben wir wirklich das absolute Feuer der Leidenschaft, was nochmal
erglühen wird hier. Ihr seht es ja förmlich auf der Karte. Es ist ja fast ein Vulkanausbruch schon fast, wie das hier da ist. Ne? Und das ist natürlich eine ganz schöne Sache, dass er, das kann jetzt sein, dass man es wirklich einen Quantensprung einfach nach vorne gibt, auf den ihr vielleicht wartet, mit ihm in der Verbindung, ja. Und das ist wirklich, ja, möchte ich sagen, sind die Flammenwolken, die Oromasis ja auch um sich trägt, ja. Das ist ja der Oromasis und Diana sind die aufgestiegenen Meister in diesem Falle. Und das ist immer ein Manifest und es ist immer mit Leidenschaft, mit Funkenflug. Also hier geht es jetzt wirklich, wie ich sage, die Karte passt eigentlich perfekt zum Komet, ja, denn hier wird ein neues Feuer entzündet werden bei euch. Was passiert kometenhaftes weiter? Der Aufbruch, die 10 Stäbe. Das ist wirklich der Aufbruch, der Blick nach vorne, der Sprung nach vorne, wenn man so möchte. Das sind, ja, das ist der Neuanfang. Es ist die klassische Karte der Chance, der Neuanfang. Das heißt, man hat zwar noch ein bisschen was aufzuräumen, das ist wohl er hier, der ja noch ein bisschen was aufzuräumen hat, wird es aber angehen, weil er auch mit dir diesen Neubeginn unbedingt haben möchte. So, dann haben wir 5 Schwerter dabei, ja. Also es ist natürlich auch immer, ein Neuanfang ist immer auch mit einem Verlust verbunden. Er muss etwas aufgeben. Und was muss er aufgeben? Und was musst auch du aufgeben, damit dieser kometenhafte Sprung gelingen wird? Ist Eifersucht, Angst. Auch die Angst davor, verraten zu werden. Wir hatten das im ersten Päckchen gehabt, dass er wahrscheinlich auch mal die Situation hatte, betrogen worden zu sein. Und dadurch habt ihr beide ja auch wahrscheinlich diese unbewusste Bindungsangst in euch drin. Und die wird jetzt überwunden. Die geben wir jetzt in den Verlust hinein. Und das wird ganz, ganz, ganz schnell sogar passieren. Und dann kommt die Herrscherin dazu. Dann haben wir wieder eine Hofkarte dabei. Wir hatten jetzt überall eine große Arcana-Karte dabei. Das ist immer ein Zeichen, dass es wichtig ist, das Reading. Und genauso wichtig ist jetzt natürlich auch wieder das. Und die Herrscherin oder die Kaiserin, wie sie bei Crowley heißt, ist immer auch der Neubeginn. Aber auch das neue Enthüllen, es ist die Sicherheit, es ist die Geborgenheit, es ist die Wärme. Die entsteht dadurch, dass man etwas Altes loslässt, dass man seine alten Ängste kometenhaft und schnell durch den Funkenflug, der mit euch entsteht, wirklich zurückkommt in das Urvertrauen, ins Wachstum, in die Vielfalt, in die Kreativität. Und in die Kraft der Liebe. So, also, hier beginnt eine Phase der absoluten Fruchtbarkeit. Hier ist auch wieder, ich habe ja gesagt, im zweiten Ding, er mag Neues, aber er mag auch Kinder. Die Herrscherin oder die Kaiserin ist auch immer die Karte, die die Schwangerschaft, die Fruchtbarkeit mit anzeigt. Also sollte das noch in eurer biologischen Uhr und in euren Planungen möglich sein, wäre das auch in jedem Falle etwas, wo ich sage, das wird kommen. Der Anker, feste Verankerung, Stabilität, sich der schicksalhaften Aufgabe, die ihr miteinander habt, hingeben und wieder der Storch, der auch sagt, hier kommt jetzt diese Veränderung, die kommt jetzt schnell, die kommt mit Schwingen dahin und ihr seid zusammengeführt worden, eure Seelen sind eins und jetzt kommt endlich der Durchbruch. Kometenhaft, also schnell und sicher kommt es in dein Leben hinein. Also ein ganz tolles Word-Reading, was wir jetzt wieder gemacht haben, finde ich. Also von der Energie her großartig. Und ich glaube auch, dass ihr alle auf diesen kometenhaften Sprung gewartet habt. Und wir haben ja wieder Jupiter und Saturn, was ja sozusagen die drei heiligen drei Könige damals als Komet gedeutet haben.
mit der Geburt Christi. Und hier ist es so, dass wir wirklich sagen können, ja, wir kommen genau in die Zeitqualität hinein, wo das jetzt passieren wird, ja, auch astrologisch kommen wir dahin. Und nimm einfach das mit, was ich auch gesagt habe, was du machen sollst. Also auch du musst in das Vertrauen gehen, und Vertrauen schafft Geduld. Leute, es ist wirklich so, ich kann es euch nicht anders sagen. Gerne dürft ihr natürlich eine ausführliche Beratung bei mir buchen. Da freue ich mich drauf, wenn wir deine Sache ganz individuell anschauen, denn das ist immer noch ein allgemeines Reading hier. Und deine Situation kann natürlich ganz anders aussehen. Und wenn du dich ein bisschen erkannt hast, wenn du ein bisschen in die Resonanz mitgegangen bist, dann lohnt sich das, dass wir gerade schauen, was 2020 vielleicht auch bereithält. Dann haben wir den Portalkorridor im Dezember, das sind die 10 Portaltage vom 4. bis zum 14. Dezember. Dafür könnt ihr euch noch in Gruppe 2 und 3 bei mir registrieren lassen für 49 € pro Person. Das ist wichtig für die Schwingungserhöhung im nächsten Jahr. Also behaltet das bitte auch noch ein bisschen im Hinterkopf. Und es wird auch zum Neumond wieder eine Live-Neumond-Meditation mit mir geben. Und das Ganze dann am 26. November. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Folgt mir auch gerne bei Instagram oder Facebook. Bei Facebook seid ihr auch nochmal ein bisschen anders informiert als hier bei YouTube. Und deshalb lohnt sich da auch der Seite ein Like zu geben von mir. Habt auch Verständnis, dass ich auf meinem privaten Profil nur meine Freunde annehme, die ich auch wirklich persönlich kenne. Dafür gibt es ja dann meine Seite und Instagram, wo ihr öffentlich folgen könnt. Podcast erscheint am Mittwoch eine neue Folge. Und auch da freue ich mich, wenn ihr den natürlich bei Spotify, iTunes oder auch hier dann abonniert oder euch anhört. Und wünsche euch erstmal eine ganz, ganz, ganz gute weitere Woche von meiner Seite. Und ich hoffe, ihr schaut euch morgen früh das Tagesorakel an. Bis dahin, euer Malkiel.